Wir haben ein Thema, das wir genannt haben, die Frucht des Geistes. Und das Entscheidende für mich ist es immer zu wissen, wozu brauche ich irgendetwas, oder? Wozu brauche ich die Frucht des Geistes? Brauche ich sie? Ist sie eine Notwendigkeit? Oder ist sie nur eine religiöse, ja, was soll ich sagen, eine religiöse Einheit, wo man drüber redet oder nicht redet. Und ich bin ja als Arzt sehr nah am Menschen und ich habe festgestellt, dass die Frucht des Geistes eine Notwendigkeit ist für die Gesundheit. Und das nicht nur für die Gesundheit, sondern für das Leben selbst. So, als Jesus auf der Welt war, hat er gesagt, ich bin gekommen, Johannes 10, dass sie das Leben haben und das Leben in Fülle. Ich glaube, das steht Johannes 10, Vers 11. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. So, Jesus kommt nicht auf diese Welt, um nicht ein Problem zu lösen, sage ich jetzt mal, sondern er kommt, um etwas zu erledigen, was für uns Menschen eine absolute Notwendigkeit ist, nämlich das ist das Leben und dass wir volle Genüge haben. In Johannes 15, in seiner Rede, bevor er gekreuzigt wird, an dem Donnerstagabend, da gibt er ein Gleichnis seinen Jüngern und er sagt ab 1: Ich bin der rechte Weinstock. Und mein Vater, der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird weggeworfen, und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber. Sie bleibet denn am Weinstock, also auch ihr nicht. Ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibet und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibet, der wird weggeworfen. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger. Man müsste euch ja vorstellen, Jesus spricht zu wem? Er spricht ja zu seinen Jüngern. Und dennoch sagt er hier, ihr seid noch nicht am Ende, ihr seid nicht angekommen, so dass man sagt, ihr habt nichts mehr zu tun, sondern er macht deutlich eine Bedingung. Er hat sie gesetzt, damit sie Frucht bringen. Und viel oder wenig? Viel. Wodurch wird der Vater geehrt? Dass wir wenig Frucht bringen oder viel Frucht bringen? So, das heißt, es ist entscheidend, dass wir verstehen, der Sinn und Zweck eines Jüngers ist, Frucht zu bringen. Ja? Ohne Frucht, was nutzt ein Baum? Was nutzt dass er dasteht und
keine Frucht bringt. Ihr kennt das Gleichnis oder die Erfahrung Jesus, ist kein Gleichnis, wo er am Ende seines Lebens unterwegs ist und er sieht einen Feigenbaum und er denkt, oh, der muss Frucht haben. Und dann kommt er in die Nähe und findet keine Feige. Und so verflucht er den Baum. Und am anderen Tag ist er verdorrt und die Jünger wundern sich. Jesus möchte klar machen, ein Feigenbaum zu sein, der nur vorgibt, Frucht zu haben, ist für ihn ein Gräuel, ist für ihn ein, ja, etwas, was nicht füttert. Er nimmt umsonst den Platz unter der Sonne ein und die Ressourcen, die ihm zur Verfügung gestellt werden. So, in Gottes Augen, Jesu Ziel ist es mit seinen Jüngern, dass sie Frucht bringen. Und das nicht wenig, sondern viel. Deshalb ist jetzt die Frage, was ist die Frucht, die Gott erwartet im Leben eines jeden Menschen? Und was ist die Frucht, damit wir sie auch begreifen können? Ja? So, ich versuche immer ein bisschen zu schreiben, weil das hilft uns, es besser zu erinnern und uns vorzustellen. Die Frucht des Geistes. So, was ist die Frucht des Geistes? Wo müssen wir denn suchen, um zu wissen, was die Frucht des Geistes ist? Ja, wir müssen sie halt in der Heiligen Schrift suchen. Und in der Heiligen Schrift finden wir in den Schriften des Paulus, dass er klar macht, was die Frucht des Geistes ist. Und wir kennen wahrscheinlich die Texte aus Galater 5, ab Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit oder Enthaltsamkeit. Welche wider solche ist das Gesetz nicht. So, das heißt, was ist die Frucht? Ja, die Frucht ist beschrieben hier in diesen, wenn ich richtig bin, sind es 9 Eigenschaften, die jemand können muss oder jemand an sie glauben muss. Das heißt, man muss sie können. Können. Ja? Das heißt, dass die Frucht ist nicht etwas, woran man glaubt. Es ist eine Realität. Und sie muss zum Vorschein kommen, dann, wenn sie gebraucht wird. Die Liebe, manche sagen, dass die Frucht des Geistes die Liebe ist und die anderen Teile nur ein Teil dieser Liebe ist, ein Teil der Beschreibung. Und man könnte sagen, ja, wer die Liebe hat, hat die Freude, hat den Frieden, hat die Geduld, hat die Freundlichkeit, hat die Gütigkeit, hat den Glauben, hat die Sanftmut und hat die Selbstbeherrschung. Ja? Wer die Liebe hat, hat alle diese Dinge beisammen. Nun, nehmen wir mal an und schreiben halt hier drauf, dass die Frucht des Geistes ist gleich die Liebe. Und sie hat eben ihre Zutaten, Freude,
Friede. Geduld. Freundlichkeit. Güte. Glaube. Sanftmut. Und Selbstbeherrschung. Das heißt, wir haben diese Eigenschaften. Und die Frage ist, habe ich sie? Muss sie ganz sein oder 50% Freude, 50% Friede, 30% Geduld? Ja? Wie viel von diesen ganzen Eigenschaften muss ich denn haben? Und müssen sie hundertprozentig sein oder nicht hundertprozentig? Ja. Das heißt, wir können nicht sagen, dass diese Dinge wir nur in Prozenten haben. Sicherlich brauchen wir sie nicht immer zur selben Zeit. Ja? Es gibt immer die Situationen, wo gerade das, was die Frucht des Geistes notwendig ist, hervorkommen muss, damit sie mich in meinem Leben bewahrt. Damit ich nicht krank werde, aber vor allen Dingen, damit ich auch eine Haltung habe gegenüber den anderen, die nicht schädigend ist und nicht, das heißt, negativ ist. So, wir brauchen also die Frucht des Geistes. Und welches ist der einzige Weg, diese Frucht zu haben? Ja, das heißt, welches ist der Weg, dass ich die Frucht des Geistes habe? Nun, das ist sicherlich eine der Tätigkeiten, aber was muss ich haben, damit ich diese Dinge habe? Ich muss also, die Frucht des Geistes ist eine Folge, dass der Geist Gottes in mir wohnt. Ja? Das heißt, die Frucht des Geistes setzt voraus, der Heilige Geist ist in mir. Ja? Ohne den Heiligen Geist, wie viel kann man von diesen Früchten bringen? Kann man, ihr werdet sehen, dass es in der Realität des Lebens niemand letztendlich betrogen werden kann. Das heißt, ob er die Frucht hat oder nicht. Weil die Realität wird es ihm beweisen. Habe ich den Heiligen Geist und ich arbeite zusammen mit ihm, dann wird in der Situation der Not und der Krise das hervorkommen, was tatsächlich in mir ist. Ja? Und das, was tatsächlich in mir ist, muss dann und wird dann hervorkommen. Und keiner kann es
leugnen. Weil in guten Tagen mögen wir etwas scheinen, aber in der Not kommt die Sache zum Tragen. Jesus erklärt das in der Bergpredigt, indem er am Ende der Bergpredigt ein Gleichnis erzählt. Wir, glaube ich, kennen all dieses Gleichnis. Matthäus Kapitel 8, Matthäus Kapitel 7. Und er sagt so am Ende: Ab Vers 24. Darum, wer diese meine Rede höret und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Fels gegründet. Und wie diese meine Rede höret und tut sie nicht, der ist einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Da nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer und wehten die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und tat einen großen Fall. Wir haben also hier die zwei Kategorien von Menschen. Die einen hören und tun es, und die anderen hören und tun es nicht. Das heißt, Jesus möchte klar machen, es kommt ein Test, der die Dinge prüfen wird, ob sie da existieren, ob sie da sind oder nicht da sind. So, dieser Test wird beweisen, ob wir es haben oder nicht haben. Ich möchte euch ein Beispiel bringen aus meiner Tätigkeit als Arzt, weil es ist immer gut, wenn man gute Beispiele hat. Ja? Nehmen wir mal an, ich bringe ein Extrembeispiel. Ich habe eine Patientin, die ist Mutter einer Tochter, welche von einem Mörder umgebracht wurde. Die Tochter war 11 Jahre alt, und der Mörder hat sie, so wie die Mutter sagt, bestialisch umgebracht. Die Mutter des Opfers habe ich gesehen 6 Jahre und 8 Jahre nach dem Ereignis. Wie geht es der Frau? Ist sie gesund oder ist sie krank? Sie ist in den besten Jahren ihres Lebens und sie ist berentet. Sie kann körperlich nicht mehr viel tun. Die Frage ist nur, warum ist das so? Jetzt wir von der christlichen Seite müssen es ja gar nicht von der medizinischen betrachten, ist die Frage, warum hat sie, was muss diese Frau tun? Laut der Vorgabe, die Gott an den Menschen stellt. Was ist das, was
Wie muss sie sich zum Mörder gegenüber verhalten, denken? Und Vergebungsbereitschaft könnte man so sagen, weil wir. Aber was ist die Quelle der Vergebung? Ja, das heißt, sie soll den Mörder lieben. Damit wer lebt? Sie. Die Liebe, die die Mutter haben würde gegenüber dem Mörder, würde ihr Leben retten. Kann sie das? Jetzt, wir können diese Frau als Christ sehen. Egal in welcher Denomination sie ist. Oder wir können sie als Atheist sehen oder was auch immer. Wenn wir in eine Situation gesetzt sind, wie diese Frau ist, dann zählt nicht mehr die Ideologie, oder? Die Ideologie ist dann nicht mehr das, was hervorkommt, sondern das, was ich kann oder nicht kann. So, nehme an, der Sturm ist die Ermordung ihrer Tochter. Ja, weil wir wissen, dass Jesus als ein Gleichnis gibt. Er sagt nicht, das ist ja keine Realität. Der Sturm ist nur ein äußeres Ereignis, das mich prüft, ob ich das kann, was ich tun soll. Ja? Kann ich's, wird mein Haus bestehen. Kann ich's nicht, dann zerberstet mein Haus. Weil der Sturm prüft mein Können, nicht meine Ideologie. Ja, der Sturm prüft mein Können. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Es ist nicht der Glaube. Egal, wer diese Person ist, was sie kann, weist sie aus. Und es gibt eine Sache, die kann ein Mensch nicht und die kann der Teufel nicht nachmachen. Es gibt nur eine. Alle anderen kann der Teufel nachmachen. Wir werden es bald sehen, wenn wir über die Liebe sprechen. Aber eines kann der Teufel nicht nachmachen, nämlich er kann nicht Liebe für Hass geben. Kann er? Was kann denn ein Mensch nicht und was kann der Böse nicht? Was nur Gott kann. Lass uns mal betrachten. Hier ist Gott. Liebt er die Mutter? So, liebt Gott die Mutter? Ja. Liebt Gott den Mörder? Ja? Mit derselben Liebe? Mit derselben Liebe? Okay. So, jetzt. Die Frau kann das nicht. Ja? Sie ist völlig unfähig, hier zu lieben. Das ist eine Barriere. So, nur Gott kann Liebe für Hass geben. Ja? Wann kam Jesus auf diese Welt? Für wen sollte er sterben? Als es seine Freunde waren oder Feinde? So, das heißt, nur Gott kann Liebe geben für Hass. Das kann kein Mensch
Und das kann der Böse lange nicht. Ein Mensch kann Liebe für Liebe geben, kann er? Dafür braucht er Gott nicht. Ein Mensch kann Hass für Hass geben. Dafür braucht er Gott nicht. Aber was ein Mensch nicht kann, ist Liebe geben für Hass. Das kann nur Gott. Und der Heilige Geist ist was? Ist Gott, oder nicht? So, das heißt, wenn in einem Menschen der Heilige Geist wohnt und der Geist des Menschen zusammen mit dem Geiste Gottes wirkt und arbeitet, dann kann diese Frau was tun? Den Mörder lieben. Das heißt, sie beweist durch ihre Liebesfähigkeit das Innewohnen des Geistes Gottes in ihrem Herzen. Nun, genau das ist ja die Prüfung. Soll eine Prüfung leicht sein oder schwer? Ja, und ihr seht, Gottes Prüfung ist nicht eine Prüfung, die in dem Sinne eine theoretische ist. Er fragt nicht, was glaubst du? Um in den Himmel einzugehen, müssen wir die Fähigkeit haben, wieder zu lieben. Ja, und zwar so, dass es nicht eine menschlich mögliche Eigenschaft ist, sondern eine reine Gotteseigenschaft. Ja, das heißt, ich muss lieben, so wie Gott liebt, weil der Stolz und Egoismus, die menschliche Liebe, ist nicht die von Gott kommt. Ja, sie sieht zwar so aus, nicht? Der Böse hat auch ein Falschgeld, wenn man so will, eine falsche Liebe in diese Welt gesetzt. Und die Menschen lieben es, aber die Liebe, die der Böse und die ein Mensch von sich aus herstellen kann, ist immer nur gegeben von den Umständen. Sie ist nie unabhängig davon. Ja? Deshalb muss der Mensch durch die Gnade Gottes so umgewandelt werden, dass er diese Liebe nicht fähig ist, zu reden davon, sondern fähig ist, sie zu tun. Weil wenn er sie nicht fähig ist, zu tun, was nutzt ihm die ganze Religion? Wie viel nutzt dieser Mutter ihre Religiosität? Im Ansicht. Ja? Die Religiosität nutzt nichts, wenn sie mir nicht in der Not hilft. Ja? So, deshalb ist es so entscheidend, dass wir verstehen, die Frucht des Geistes ist nicht etwas, was eine Option ist für den Menschen. Sie ist eine Notwendigkeit. Als wir sozusagen, als Gott den Menschen schuf, als Gott Adam schuf, da war er ausgestattet mit der Fähigkeit zu lieben. Er, das Adam ist, er hatte eine direkte Verbindung zu Gott. Durch was? Durch das Innewohnen des Heiligen Geistes in ihm. Und damit war die Verbindung zu Gott klar und tadellos. Ja? So, jetzt wird Adam ungehorsam. Ja? Was passiert mit Adam?
Adam hat jetzt in seinem Inneren die Einstellung dessen, die er übernommen hat, nämlich er hat jetzt hier Stolz und Egoismus. Er hat jetzt sozusagen die Fähigkeiten des Bösen und seine Verbindung zu Gott, wer ist es? Sie ist nicht mehr da, also sie existiert hier nicht mehr. Hier gibt es eine Barriere. Ja? Und er kann nicht mehr jetzt zu Gott gehen. Und wenn man Adam auf die Prüfung stellt und sagt, Adam, lieb deine Frau Eva. Was tut Adam? Er beschuldigt seine Frau Eva und sagt, sie war es, die mir, ja, hier hat er sie wie geliebt, hier war er bereit, sein Leben für sie zu geben, hier war die Umwandlung so, von Gott getrennt, ja, ist er jetzt in der Situation, dass er nicht mehr lieben kann. Das ist die Folge. Die anderen sind schuld. Ist Anschuldigung Liebe? Wir alle sind einverstanden, dass das keine Liebe ist. So, das ist jetzt der gefallene Mensch. Und jetzt kommt der Erlöser. Was soll er tun mit dem gefangenen Menschen? Was soll die Erlösung bewirken? Ja, wohin soll sie führen? Haben wir keinen Platz mehr hier, so machen wir es auf die andere Seite. So malen wir es hier nochmal. Hier ist der Mensch. Ist Adam. Und er hat hier in seinem inneren Geist Stolz und Egoismus. Hier haben wir Gott. Kann er hier Liebe üben? Ja, kann er hier lieben? Oder kann er nicht lieben? Ja, nee, Adam. Kann Adam seine Mitmenschen lieben in diesem Zustand? Ja, er kann immer nur so viel tun, wie die anderen ihm gehorchen, wie die anderen nett sind zu ihm. So, Adam kann in diesem gefallenen Zustand, getrennt von Gott, nicht, hat keine Fähigkeit, Liebe für Hass zu geben. Ja? Und jetzt braucht er einen Erlöser. Was soll der Erlöser tun? Das heißt, der Erlöser muss dem Adam wieder herstellen. So, ich mache jetzt mal hier Adam und hier ist der Erlöser. Wir wissen, der Erlöser ist Christus, er kommt von Gott, ja. Wie kam Christus auf die Welt? Er kam auf die Welt, geboren von Gott, durch den Heiligen Geist kam er, ja. Als Christus geboren wurde, war die Verziehung zu Gott richtig oder war sie nicht da? Sie war da. Und so bindet Gott jetzt durch Christus den Menschen wieder an sich, damit er dem Adam was zurückbringt? Er muss nämlich das hier kreuzigen. Damit das hier herauskommt. Nicht wahr? So, der Heilige Geist bringt in unser Leben nichts anderes als das Leben, das Jesus gelebt hat. Wir lesen das in Johannes 14. So, die Erlösung des Menschen muss seine Fähigkeit zu lieben wiederherstellen.
und zwar zu lieben mit der Liebe Gottes und nicht mit meinem eigenen Interesse. Weil auch ein stolz und egoistischer Mensch kann lieben, was er mag, kann lieben, die ihn lieben, ist verliebt in gewisse Sachen, aber er kann nicht darüber hinaus lieben jemanden, der seinen Willen durchkreuzt. Kann er? Wir können das nicht. So, die Erlösung des Menschen muss dazu führen, die Fähigkeit des Menschen wiederherzustellen, zu lieben. Und die Liebe ist deshalb die Frucht. Und sie muss sich zeigen, praktisch im Können. Weil wenn sie sich nicht zeigt, praktisch im Können, ist sie da oder nicht da? Ist nicht da. Deshalb wundern wir uns nicht, dass in der ganzen Heiligen Schrift, im Neuen Testament, wir ständig von einem Kampf sprechen und von einer Lernphase, um diese Liebe zu lernen. Diese Liebe zu lernen. Und das nicht in guten Tagen, sondern besonders in schwierigen Tagen. Weil nur die Schwierigkeiten offenbaren mir, wo ich stehe. Wir finden dort im Jakobus, Jakobus Kapitel 1, da sagt uns der Jakobus: Meine lieben Brüder, achtet es eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Und wisset, dass euer Glaube, so er rechtschaffen ist, Geduld wirket. Die Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habt. Und Vers 12: Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. So, das heißt, kriegen wir bei der Neugeburt schon den Eintrittsschein in Himmel oder erst später? Nun, musste er eine gewisse Prüfung bestehen, auch der Schächer am Kreuz? Ja, ihr müsst euch ja vorstellen, er ist dort am Kreuz und Jesus sagt ihm: Wahrlich, wahrlich, sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. So, was musste dieser Mann tun mit diesen Worten? Er musste sie glauben. Und er hätte ja, und ihr müsst ja wissen, Jesus starb vor ihm oder nach ihm? Vor ihm. So, jetzt stirbt Jesus. Wir können natürlich das Herz des Schächers am Kreuz nicht sehen. Aber musste er sich an der Verheißung festhalten? Sicherlich. Ja? Weil Gott verspricht uns auch. Er sagt, jeder, der an mich glaubt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Ist das Versprechen nicht für alle? Ja. Aber nur der, der es festhält. Ja? Und der dadurch seinen Glauben bewahrt. Und ich denke nicht, dass es so einfach war für den Schächer am Kreuz, diesen Glauben zu bewahren. Ja? Es war erstmal nicht einfach, überhaupt zu glauben, dass Christus der Sohn Gottes ist. Ja? Das war schon mal die große Hürde. Aber wir gehen davon aus, dass er beide überstanden hat. So, wie groß der Test ist und in welchen Umständen ist nicht das, was wir letztendlich wissen müssen. Wir müssen nur wissen, für uns selbst, bestehe ich ihn oder bestehe ich ihn nicht.
So, wir brauchen also dauerhaft Anfechtungen, weil diese Anfechtungen helfen uns zu sehen, wo wir stehen. Nun ist die Frage, kommt die Frucht plötzlich oder ist sie das Ergebnis einer Arbeit? So, das heißt, die Frucht ist nicht am Anfang. Wenn wir einen Samen sehen, bringt es Frucht? Sofort? Nein. So, deshalb müssen wir diese, weil es sind ja Bilder, ja, die hier und die die Bibel verwendet aus der Landwirtschaft, Bilder, die verwendet werden aus der Realität des Lebens damals. Ja, und diese Realität müssen wir verstehen. Die Frucht ist also nicht das Ergebnis eines Tages, sondern eines Lebens. Und wenn man in der Natur das Jahr als ein Lebensabschnitt nimmt, dann können wir sehen, dass die Frucht kommt am Ende letztendlich komplett hervor. Ja? Sie kommt nicht sofort. So, wenn ich das Herz des Menschen malen könnte als eine Fläche, das ist das Herz des Menschen. So hat es Gott geschaffen, es ist grün. Durch die Sünde wird dieses Herz mit Stolz und Egoismus besetzt und wir können es ja schon so färben. Ja, jede Ecke unseres Herzens ist besetzt. Alles, was aus uns herauskommen kann als Frucht, was ist es? Nun, wie viel Frucht kann Stolz und Egoismus bringen? Lass uns mal zur Bibel gehen und das dort herausfinden. Wir gehen in 1. Korinther 15. Im 1. Korinther 12, 1. Korinther 13. Im 1. Korintherbrief spricht Paulus über die Gaben und die Frucht des Geistes. Es gibt einen Unterschied davon. Und er möchte aufweisen, nachdem er im Kapitel 12 zu Ende kommt, über die Gaben zunächst zu sprechen, sagt er, es gibt noch etwas Besseres als das. Nämlich, ich will euch noch einen köstlicheren Weg zeigen. Das ist der letzte Satz im Kapitel 12. Und dann geht er hin und sagt, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Das heißt, ist es möglich, aus einem stolzen Herzen mit Engelszungen zu reden? Ersten Korinther 13. Ja oder nein? Ja, das heißt, was ist Satan? Ist auch ein Engel. Und wie redet er? Und er kommt als Engel des Lichts. Ja, er verstellt sich. Seine Verführung ist nicht unbedingt bei dem Mord, wissen wir, das kommt nicht von Gott. Aber wenn er so kommt, als Ob, ja, und er kann mit schmeichelhaften Worten kommen, dann, was kann ein stolzes und egoistisches Herz produzieren? Kann es Engelzungen hervorrufen? Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht,
so wäre mir's nichts nütze. So, wenn der Paulus die Engelszungen bringt und die liebliche Rede im Gegensatz zur Fähigkeit zu lieben, dann muss es wohl möglich sein, eine feine Art des Wortes zu haben und vielleicht auch liebevoll zu reden und letztendlich dennoch das Ganze aus einem egoistischen Herzen. Wenn wir jetzt nur die Verkäufer sehen und die Verkäuferinnen in den Läden, wie sind sie? Reden sie freundlich? Ja? Sie schreien einen nicht an und sagen, hey, komm her und kauf was. Oder? Sie sind fein gekleidet, sind attraktiv. Warum? Weil sie wollen etwas erreichen. Für mich oder für sie? Das heißt, für sich selbst. So, aus einem stolzen, egoistischen Herzen können Engelzungen kommen. Und Freundlichkeit, sozusagen. In einem Maße, das natürlich für mich gilt. Aber provoziere mal den netten Verkäufer, indem du ihm sein Produkt schlecht machst. Oder wie wird die Reaktion sein? Nicht unbedingt die freundlichste, auch wenn er sich vielleicht zurückhält und geschult ist, sich zurückzuhalten. So, es ist also möglich, aus einem stolzen, egoistischen Herzen eine Frucht zu bringen, die so aussieht, wie wenn es Liebe wäre, das heißt, schön redet mit Engelszungen. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Das heißt, kann man mit einem stolzen Herzen weissagen? Oder sogar Glauben haben, dass man Berge versetzt. Warum sagst du es unmöglich? Schauen wir uns doch die Bibel an. In der Bergpredigt kommen Menschen zu Jesus, in Matthäus 7. Er beschreibt dort Menschen, die etwas Großes getan haben. Vielleicht lesen wir schon den ganzen Zusammenhang. Ab Vers 15. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, und inwendig sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele, wie viele? Wenige oder viele? Viele zu mir sagen an jenem Tage. An welchem Tage ist das? Am Tage des jüngsten Gerichtes. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt?
Haben wir nicht in deinem Namen geweissaget? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan? Ihr seht, der Paulus hat ja Christus als Lehrer gehabt, die 3 Jahre in der Wüste in Arabien. Und er sagt dasselbe. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Das heißt, ihr seht, es ist möglich, aus einem stolzen und egoistischen Herzen zu weissagen. Es ist möglich, auch einen Glauben zu haben, der Berge versetzt. Wisst ihr, in der Heiligen Schrift finden wir, besonders wenn ihr euch noch erinnert an den Mose, er bekommt den Stab. Und wenn er den Stab hinwirft, dann wurde der Stab zu einer Schlange. Und konnten die Zauberer in Ägypten dasselbe tun? War gar keine Frage. Sie konnten aus einem Holzstab eine Schlange machen. Und nur hier im Beispiel ist es, dass die Schlange des Mose, die alle anderen auffrisst. Das heißt, es zeigt, dass er mächtiger ist. Aber das Wunder ist möglich zu tun, auch für die Zauberer. So, wir erkennen, und Gott macht uns das deutlich, dass der Böse Kraft hat, auch Wunder zu wirken. Kann er auch heilen? Ja, er kann zumindest das vordergründig im Leben eines Menschen wegtun und heilen. So, deshalb ist es entscheidend, dass wir verstehen, was zählt letztendlich, ist die Frucht. Und das ist die Liebe, ganz klar. Aber sie wird dann gezeigt, wenn sie in die Provokation kommt. Das heißt, es gibt Wölfe in Schafsfällen. Ja? Es gibt falsche Propheten. Wie häufig warnt Jesus vor falschen Propheten und von falschen Lehren und von falschen Christusse? Häufig oder selten? Häufig. Ja, heute gibt es kaum eine Furcht vor sowas, ja, in der christlichen Welt, dass jemand einen betrügen könnte. Ja, man guckt sich das nicht an, aber Jesus sagt seinen eigenen Jüngern, hütet euch, seid vorsichtig. Es kommen falsche Propheten. Es kommen Menschen in Schafsfellen gekleidet. Die sehen so aus, wie wenn sie euer Gutes wollen. Aber letztendlich wollen sie euer Verderben. Und der Paulus beschreibt es auch im Korinther, glaube ich sogar Korinther 11, wo er sagt, wenn schon der Böse sich als Engel des Lichts verkleidet, so kommen auch seine Nachfolger als Engel des Lichtes. So, der Apostel Paulus macht uns klar, dass Weissagen möglich ist aus einem stolzen Herzen. Es ist auch möglich, Glauben zu haben, der Wunder tut. Es ist möglich zu haben, Erkenntnis. Alle Erkenntnis, ja? Es ist also möglich, dass man die Bibel auswendig kennt oder Prophetie oder andere Sachen. Alle Erkenntnis. Man kann so sehr mit der Bibel oder mit Erkenntnissen über Dinge informiert sein und dennoch nicht ein liebevolles Herz haben. Ja? So,
Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir wie viel Nütze? Nichts Nütze. So, ihr seht, diese Menschen, die zu Jesus kommen, sagen, wir haben in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan, dann werde ich ihnen bekennen. Ja, Jesus antwortet nicht nur, sondern er bekennt ihnen. Ich habe euch noch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter oder Gesetzlosen. Und dann kommt eben das Gleichnis mit der, mit dem Sturm und mit dem Haus auf dem Felsen und mit dem Haus auf dem Sand. So, ich kann also sogar mein Leben geben und meine Habe aus einem egoistischen Motivation. Ja? Das heißt, ich kann sogar mein Leben geben, und alle habe. Alle diese Dinge, kommen sie vor auch in einem christlichen Menschen? Ja. Ein christlicher Mensch muss freundlich sein und er muss was sagen. Ja, nicht alle, aber wir sind ja nicht alle dazu. Wir brauchen einen Glauben. Manche haben die Gabe der Wunderheilung oder der Wundertun. Manche haben die Gabe der Erkenntnis. Manche geben ihr ganzes Hab und Gut für das Werk. So, alle diese Dinge sind positive Dinge. Sind sie nicht positiv? Alle sind positiv. Kein einziges ist negativ. Aber dennoch beweisen sie noch nichts. Das ist schwer für uns zu verstehen. Wir würden nämlich von einem, der Wunder tut, wie stehen? Verblendet oder nicht verblendet? Ja, verblendet. Weil wir würden sagen, dieser Wunder kann ja doch nur aus Gott tun. Aber ein Wunder prüft nicht, ob jemand von Gott kommt oder nicht. Auch das Weissagen nicht, auch dass er die Bibel sehr gut kennt. All das prüft nicht, ob das wirklich das Ende ist. Alles, was es prüft, ist, dass im Herzen die Motivation hervorkommt, warum ich tue, was ich tue. Und das wird geprüft an der Frucht. Und die Frucht ist etwas, das man von außen sieht. Das sind auch Früchte, sind das? Ja? So, das sind Dinge, die auswendig sind. Man sieht nicht den Boden, woraus sie herkommen. Wie kann man es jetzt prüfen? Deshalb sagt Jesus, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und das ist nicht an den Taten derer, die das tun, weil ihre Taten mögen all diese Sachen sehen, sondern die Frucht ist das, was kommt heraus von dem, was diese Menschen tun und sagen. Welches ist das Ergebnis? Kommen liebevolle Menschen raus oder nicht liebevolle Menschen raus? Das ist das, was letztendlich der Beweis ist, ob das Innere richtig ist oder falsch. Wenn es Ideen gibt, sag ich jetzt mal Versammlungen von Christen, und sie kommen mit einer besonderen Botschaft an die Welt, dann mag das ganze Jahr sehr gut klingen. Aber lasst uns mal in ein paar Jahren sehen, was bewirkt es. Sind denn die Menschen, die diese Botschaft annehmen, besser geworden? Ändert sie ihr Leben so, dass sie liebevoller sind?
Was kommt hervor? Weil man kann sehr religiös sein. Man kann auch sehr eifrig sein in der Mission. Getrieben von eigenem Interesse. Ja, eigenem Interesse. Deshalb, was aber letztendlich nicht gefaked, das heißt nicht falsch dargestellt werden kann, oder was immer wieder hervorkommt, ist in der Krise, wie ein Mensch handelt. Das heißt nicht, dass eine einzige Krise jemanden schon als Christen oder als Nicht-Christen entpuppt. Weil wir sind ja alle noch im Wachstum. Ja, wenn jetzt ein Mensch gläubig wird, ich versuche es auch hier zu malen, wenn er jetzt neu geboren wird, wie viel von der Fläche seines Herzens ist dann neu geboren? Oder verändert? Ja? Wie viel? So, als kann ja nur aus meiner Erfahrung reden. Ich habe bin als Gläubiger aufgewachsen in einer christlichen Familie und habe dann mit, glaube es waren 15,5 oder ja, im Dreh rum, meine Entscheidung getroffen, Gott wirklich zu dienen. Man wächst ja auf, aber man macht die Dinge der Welt und so weiter. Und bin dann mit 16 getauft worden und wandelte recht gut mit Gott 2-3 Jahre, bis ich dann langsam wieder durch Filme und Fernsehen und so weiter abrutschte und auf schiefe Wege kam, obwohl ich nie die Gemeinde verlassen habe, obwohl ich nie den Rücken sozusagen Gott zugekehrt hat, aber letztendlich war ich wieder völlig auf Abwägen. Gott regierte nicht mehr in meinem Herzen, es war mein Stolz und Egoismus. Und im Jahr 2003 führt mich Gott wieder zurück. Und durch die Bekehrung, durch die ich gehe, befreit er mich von allen meinen Süchten, die ich habe. Auf einmal. Und die Süchte hatte ich mir über die Jahre angewohnt, weil sie ein Bedürfnis meines Lebens stillen sollten. Aber jetzt ist man befreit von Süchten. Ist man dann ein neuer Mensch? Ist man dann fähig, seinen Mörder zu lieben? Ja oder nein? Oh, weit entfernt davon. Weit entfernt davon. So, das heißt, bei der Neugeburt schlage ich vor, dass so viel von unserem Herzen verändert wird. Ja? Das heißt, bei der Neugeburt kommt Gott in mein Herz. Aber er kommt in einen ordentlichen Laden oder einen schlimmen Laden. Ja? Er kommt in eine Wohnung hinein, die ist grausam, nicht wirklich für ihn nett zu bewohnen. Weil es ist nicht etwas, was schön ist im Herzen von Stolz und Egoismus. Auch wenn man denkt, oh, das ist ja schön an der Oberfläche, was da ist. Aber ich sage Ihnen, so schlimm, diese Sicht, die der Mensch über sich selbst hat, die verändert werden muss. Und man sieht das Schlimme nicht, weil es ja so gut aussieht. Ja? So, das heißt, hier wird ein Samen gesät. Die Neugeburt ist richtig, wie jemand das sagte, es ist der Samen. Nicht nur gesät, sondern er ist gekeimt. Okay? Weil gesät wird der Samen im Gleichnis Jesu
Auf wie viele Arten von Böden? Kennt ihr den im Matthäus 13? Erzählt er das Gleichnis vom Sämann. Und wir lesen nur die ab Vers 18. So höret nun dieses Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Arge und reißt hinweg, was da gesät ist, in sein Herz. Und das ist der, bei welchem an dem Wege gesät ist. Das heißt, der Sämann streut den Samen. Und der Samen fällt auf den Weg. Er fällt auf ein Herz, das fest ist. Und der Böse kommt, die Vögel kommen und picken den Samen weg, dass er ja nicht irgendwie keimt und Frucht bringt. So. Das aber auf das Steinige gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort höret und dasselbige alsbald aufnimmt mit Freuden, so es keimt. Er ist von Neuem geboren. Aber was passiert mit ihm? Aber er hat nicht Wurzel in ihm, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Trübsal und Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so ärgert er sich bald. Das heißt, ihr seht, die Prüfung kommt, wenn anfängt der Keim zu wachsen. Und ich muss euch sagen, seit dem 2003, seitdem Gott mich wieder neu geboren hat, stehe ich ständig in Anfechtung, ständig in Prüfung. Weil nur durch Prüfung wird uns diese Sache hier offenbart. Die Flächen, die noch brach liegen, wo das Wort noch einnehmen muss. Ja? Der Same ist das Wort. Und das Wort ist das Gesetz, wie wir es sehen werden. So, dieses Wort muss den ganzen Boden einnehmen. Und wenn es hier nach hier gehen will und hier findet es eine Situation und das Ich stäubt sich auf, der Mensch will nicht, dann wird das nur durch Trübsal offenbart. Und es kann sich nicht ausweiten. Und dann bleibt es eben stehen. Wo die Wurzel nicht in den Boden tief geht. Jesus verwendet ja dieses Gleichnis als ein Bild. Und der Mensch sich ärgert über die Anfechtung, die er hat wegen dem Wort, so wendet er sich ab und er ärgert sich bald. Aber das unter die Dornen und Disteln gesät, das ist, wenn jemand das Wort höret, und man könnte sagen, es keimt, es, der Mensch will irgendwie aufgenommen werden, und die Sorge dieser Welt und Betrug des Reichtums erstickt das Wort und bringet nicht Frucht. Das heißt, ihr seht, mit der Neugeburt des Menschen, mit dem Einsetzen des Samens ins Herz, auch mit dem Keimen des Samens, ist die Frucht noch nicht da. Sie kann erstickt werden, sie kann dadurch, dass es weggepickt wird, dann wird es gar nicht gekeimt. Aber wenn es keimt, hat es entweder keine Wurzel und bei der Verfolgung stirbt die Sache wieder ab, weil ich will ja das Ganze nicht überwinden, ich bleib stehen. Und wenn der Mensch in dem Entwicklungsprozess seines, weil das ist ja der Heilige Geist, okay? Das Wort ist der Heilige Geist, ja? Jesus sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. So, er will ja mein Herz sauber machen. Und jetzt will er das tun, in alle Richtungen. Ich bekomme aber Probleme damit. Ich will es nicht. Ich sehe, meine Frau provoziert mich oder mein Kind oder jemand macht mir was Böses und der Heilige Geist sagt, okay, jetzt ist es an der Zeit, Liebe zu lernen gegenüber diesem Menschen. Und ich sage, was?
Wegen diesen Menschen Liebe zu lernen? Das nicht. Ich habe ja recht. Und dann stoppt der Mensch sein Wachstum. Und wenn der Mensch sein Wachstum stoppt, dann kann die Frucht nicht hervorkommen. Das heißt, der Heilige Geist kann uns nicht zwingen, das Gute zu tun, kann er? Wird er nie tun können, aber er wird versuchen, uns zu helfen, in der Not zu sagen, okay, jetzt können wir lernen, wie wir über den Dingen stehen. Jetzt ist die Gelegenheit. Du bist zwar jetzt ausgerutscht in der Anfechtung und hast dir wehgetan, aber willst du denn wirklich den lieben, der nicht liebenswert ist? Willst du Geduld haben mit dem, der nicht geduldig wert ist? Willst du dem freundlich gegenüber sein, der deine Freundlichkeit mit nichts verdient? Willst du es? Und wenn dann der Mensch sich ärgert und sagt, nein, ich will es nicht, ob er das nun bewusst so tut oder sich nur abwendet, ist völlig egal. Der Heilige Geist kann auf der Eroberung unseres Herzens nicht vorwärts kommen. Das Wort wird erstickt. Es hat keine Wurzel. Genauso mit dem, was unter die Dornen fällt. Auch die nehmen es an. Sie hören es. Sie lehnen es nicht ab. Es fällt in den Boden. Ich würde sagen, es keimt. Aber es hat keine Chance, Frucht zu bringen, weil die Sorgen und was noch? Der Reichtum. Wisst ihr, wie viele Menschen unter Christen nach Reichtum gehen und für wie viel der Reichtum eine, nicht der Reichtum an sich, weil sie schaffen es ja nicht reich zu werden, aber das Ziel reich zu werden, in ihrem Leben so prädominant ist. So, Jesus verwendet alle Facetten, die möglich sind. Der steinige Boden, da holt der Böse das schnell weg. Dass es nicht hineinfallen kann. Den Menschen lenkt er ab. Ja? Und stiehlt das Wort. Denen, die es aufnehmen, aber er sagt, okay, ich muss verhindern, dass es Wurzel fasst. Weil wenn es keine Wurzel fasst, dann kann es nie Frucht bringen. Deshalb mag der Böse auch vor der Neugeburt des Menschen keine so große Angst haben. Ja, er mag es sagen, naja, lass erst mal ein bisschen rein. Konnte es nicht verhindern, dass es reinfällt. Aber mein Kampf ist ja noch nicht verloren. Ja, ist noch nicht verloren. Ich kann ihn immer noch kriegen, wenn das Ding keine Wurzel fasst. Oder wenn ich durch Sorge, durch Sorge dieser Welt und Betrug des Reichtums, ein großes Wort, das Jesus sagt, erstickt das Wort und bringet nicht Frucht. Das aber in das gute Land gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort höret und versteht es und dann auch Frucht bringet. Das heißt, er setzt es um. Er tut's. Und das bringt Frucht. Etliches trägt hundertfältig, etliches aber 60-fältig, etlich 30-fältig. Und ihr wisst, die Jünger haben ihn ja gefragt danach. So. Um alles, den Gedanken abzuschließen und dann machen wir eine kurze Pause. Die Neugeburt, das zu Christus kommen, das Keimen des Samens des Wortes Gottes, das Hineinkommen des Heiligen Geistes in mein Herz, ist noch nicht das Ende. Es ist erst der Anfang. Und es muss mehr geschehen, als nur die Neugeburt eines Menschen. Der Same des Wortes muss die Frucht hervorbringen. Und die Frucht wird erst dann hervorgebracht, wenn das Herz des Menschen
mit der Liebe Gottes erfüllt ist. Das geschieht in Teilen, ganz klar, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Nicht auf einmal, so wie das Wachstum einer Pflanze. Wir wachsen ein wenig, wieder ein wenig. Ein Teil wird mehr eingenommen, das Wort nimmt hier unser Teil ein, bis eines Tages das Wort hier völlig eingenommen hat. Dann kann jeder Test kommen. Weil dann ist nicht eine Ecke hier, weil wenn eine Ecke bleibt, versteht ihr, wenn eine Ecke hier bleibt, durch diese Ecke kann Satan immer in mein Herz hineinkommen. Weil das ist die Tür, durch die er reinkommt. Das ist die Tür, durch die er mich beherrscht. Sie ist für ihn offen von Geburt an. Ja, wenn die Gnade nicht wäre, würde er mich komplett beherrschen. Die Gnade schützt mich vor der kompletten Sache. Aber sie kann mich nicht neu bekehren, bevor nicht der Geist Gottes in meinem Herzen, in meinem Acker die Frucht bringt. Die Gnade ist ein Bewahren des Herzens, dass ich nicht zur völligen Willkür des Bösen werde. Aber, und das ist, aber meine Mitarbeit hier mit dem Heiligen Geist muss dahin kommen, dass jedes Ecklein, wo er reinkommen könnte, ungestört, ja, er kann auch hier reinkommen, aber nur wenn ich ihm das von mir jetzt erlaube. Hier habe ich jetzt die Kraft, hier habe ich noch keine Kraft. Hier falle ich. Dort, wo der Heilige Geist mir die Kraft gegeben hat, falle ich nicht mehr, es sei denn, ich habe mich gewählt zu fallen. Ja, weil hier habe ich ja die Möglichkeit, Nein zu sagen. Hier habe ich noch nicht die Möglichkeit, Nein zu sagen, weil ich noch nicht weiß, wo die Dinge sind. So, das ist das Schöne an der Heiligen Schrift, dass sie ein sehr schönes Bild gibt über den Prozess der Erlösung. Es ist nicht eine einzige Tat. Es ist auch nicht eine einzige Entscheidung. Es ist ein Leben und es ist eine tägliche Neuentscheidung und ein tägliches Zunehmen an Wort, bis die völlige Kontrolle über mein Herz ich wieder habe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann kann der letzte Sturm kommen. Bisher kommen nur Stürmchen. Okay? Stürmchen, die uns, je nachdem, unsere Not zeigen. Am Ende kommt der große Sturm. Und der beweist dann tatsächlich, wer ein Schafspelz hat und ein Wolf ist, oder wer tatsächlich Christus im Herzen hat und ein echtes Schaf ist, das ihm nachfolgt. Ich persönlich sehe mich in diesem Prozess und ich möchte mit Gott mitarbeiten, dass die Frucht auch hervorkommt, dass sie eines Tages völlig da ist. Ich lieben kann jeden unter allen Umständen, ganz egal, was er tut oder nicht tut. Und das ist auch unsere Berufung.